Das Zentrum besteht aus einem Besucherinformationszentrum für das UNESCO-Welterbe Naumburg-Dom und die Kulturlandschaft an Saale und Unstrut, inklusive eines musealen und eines Veranstaltungsbereichs. Hinzu kommt auch die Wiederherstellung der umliegenden Gartenanlage. Die Fördermittelübergabe erfolgte durch Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt und durch Dr. Sebastian Putz, Staatssekretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt. Herr Schulze, heute auf großer Tour durch den Burgenlandkreis. Sie haben viel Geld im Gepäck. Ganz kurz hier in Naumburg für die Domkurie. Über wie viel Geld können sich die Domstifter heute freuen? Ja, das ist eine sehr große Summe. Das sind fast 11 Millionen Euro. Das sind ca. 95% der Gesamtkosten, die wir als Land Sachsen-Anhalt hier jetzt auch investieren. Das ist, glaube ich, gut angelegtes Geld, denn die Herausforderungen hier sind sehr groß. Die Stadt Naumburg könnte das nicht alleine zahlen und auch die Institutionen, die wir damit fördern, könnten das nicht alleine aufbringen. Und deshalb machen wir das als Land. Ich bin ja nicht nur Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister, sondern auch Tourismusminister. Und deswegen ist das auch touristisch gesehen heute ein wichtiger Tag, weil wir viele Menschen hier auch nach Naumburg bringen wollen. Die sollen die Historie sehen. Und ich glaube auch für die Menschen, die hier im Burgenlandkreis leben, ist das ein gutes Zeichen, dass wir hier viel Geld investieren. Gerade in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten jetzt so viel Geld für Kultur investieren, lohnt sich das fürs Land Sachsen-Anhalt? Es lohnt sich deshalb, weil der Tourismussektor einer der wichtigsten Sektoren ist. Da sind zehntausende Menschen beschäftigt in ganz Sachsen-Anhalt, auch hier im Burgenlandkreis, im Süden Sachsen-Anhalts. Und wenn wir Menschen für Sachsen-Anhalt begeistern wollen, wenn wir Touristen nach Sachsen-Anhalt locken wollen, ich war jetzt gerade in dieser Woche auf der ITB in Berlin, der Tourismusmesse, dann müssen wir auch was bieten können. Die Menschen müssen auch was sehen können. Und deswegen müssen wir erstmal auch ein Stück weit hier wieder Geld investieren, damit wir am Ende auch einen Profit haben. Und die Menschen hier, die im Tourismussektor arbeiten, die werden dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten davon auch sehr profitieren. Auch der Burgenlandkreis unterstützt die Baumaßnahme mit 800.000 Euro. Es fließen dabei keine Mittel des Strukturwandels in dieses Projekt. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Burgenlandkreis, das Land Sachsen-Anhalt und die Friede-Springer-Stiftung unterstützen die museale Inszenierung in der Bischofskurie. Landrat Götz-Oehrig, heute gab es mal wieder Geld, zwar nicht für den Burgenlandkreis, aber für ein bedeutendes Projekt, was gegenüber vom Dom entstehen soll. Sie sind ja selbst tief im Dom verwurzelt, sage ich jetzt mal so. Wie wichtig wird das hier für Naumburg und auch für den Burgenlandkreis und für den Tourismus im Burgenlandkreis? Es ist ein wichtiges Projekt für den gesamten Landkreis und für die Tourismusregion Saale-Unstrut, weil hier in diesem Welterbezentrum nicht nur der Zugang zum Dom stattfinden wird, sondern zu dieser Kulturlandschaft Saale-Unstrut, die wir seinerzeit sogar mit zum Welterbe am liebsten hätten machen wollen. Das ist nicht gelungen, aber die Präsentation der Kulturlandschaft und sozusagen das Interesse wecken der Gäste, die wegen des Domes kommen für die Gesamtregion, soll in diesem Welterbezentrum stattfinden. Und deshalb ist das schon ein wichtiger Termin für die Saale-Unstrut-Region, für den Burgenlandkreis insgesamt. Deshalb beteiligt sich der Burgenlandkreis ja auch mit 800.000 Euro, um die Eigenmittel für die Vereinigten Domstifter zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden wir eine umfassende Generalinstandsetzung vornehmen, so Dombaumeisterin Professor Regine Hartkopf. Aufgrund vieler Umbauten in den letzten Jahrhunderten ist die innere Struktur des Hauses kaum noch erkennbar. Daher wird durch verschiedene Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen die originale Substanz des Denkmals gestärkt. An das historische Bischofsgebäude im Domplatz 1 schließt sich der ehemalige Korridengarten an, der ebenfalls denkmalgerecht saniert und anschließend für die Besucher des Zentrums Welterbe und des Domplatzes kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll.